Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle. Und wir sind in einer neuen Folge Versteck dich mal. Was haben wir denn hier? Ein Safe. Na, da muss ich doch reingucken. Ich werde zwar dann wieder verdursten und verhungern und sonstiges, aber ich habe einen Safe geplündert. Gucken wir mal, was haben wir denn drin? Hunting Rifle, das gut, nehmen wir mit. Auch mit. Ich könnte jetzt... Gucken wir mal, kann ich denn eigentlich die Hunting Rifle schon machen? Yep. Machen wir nämlich... Dann machen wir uns doch gleich mal eine. Ich habe zwar keine Munition. Aber egal, ich kann mir das Ding jetzt mal machen und dann nimmt es auch nur einen Platz weg. Na, wer kloppt denn da unten schon wieder wie ein Blöder? So, ich muss jetzt einfach nur gucken, dass ich hier runterkomme und nicht unbedingt allen und eben in die Arme laufe. Gefällt mir schon wieder nicht so sehr. Und das Dumme ist, ich komme ja auch in die Türe im Moment nicht rein, denn ich habe keine Axt mehr. Die liegt ja zusammen bei meinen anderen Sachen. Ich laufe jetzt einfach mal, es hilft nichts. Ich hoffe nur, dass ich einigermaßen gut durchkomme. Aber ich muss mir auf jeden Fall das Wasser da unten reinziehen. Das hilft nichts, denn ich bin schon wieder fast am Verdursten. Okay, jetzt geht's einigermaßen. Ach ja. Aber ich war bis jetzt gut, ich bin nur einmal gestorben. Aber das eine Mal, das ärgert mich gewaltig. Ich war schon wieder so überladen, hab einen Haufen Sachen drin gehabt. Kommt man da rein oder? Wahrscheinlich wieder nicht. Ah, Mist, nee. Nee, dann lasse ich das mal. Ich war schon wieder so überladen, ganze Gürtel war voll und das ist jetzt natürlich wieder alles weg. Das liegt da vorne in der Stadt rum. Uiuiui, da muss ich jetzt ausweichen. Der Kotzer nicht erwischt. Na gut, so. Ja. Müssen wir bloß wieder ein bisschen pausieren. Jetzt ist meine Ausdauer gleich wieder unten. Ach, nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Das Einzige, was mich jetzt wirklich interessieren würde, was ich wirklich bräuchte, das ist ganz einfach was zu bringen. Das wäre jetzt das Wichtigste. Oder ich mache so, ich nehme mal so ein Stack Blaubeeren mit. Und dann werde ich mir halt wieder den Wanst mit Blaubeeren vollschlagen. Irgendwann werde ich es immer sehen können. Aber was macht man nicht alles? Blaubeerkuchen ohne Kuchen. Ich werde mir jetzt Eier mit Speck machen. Beziehungsweise Eier ohne Speck. Ach du Scheiße. Leute, ihr spawnt hier schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Oh, meine Ausdauer ist schon wieder flöten. Ja, so ist schön. Genau, das ist das, was ich wollte. Und wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir doch gleich wieder ein paar Blaubeeren mit. Oh, und jetzt wieder das ganze Schneebium durchsappen. Das gefällt mir nicht. Aber gut. Lässt sich nicht vermeiden. Ja. Mal gucken, wer langsamer oder wer schneller geht. Die Zombies oder ich. Ich befürchte fast die Zombies. Ich befürchte.
fürchte fast die Zombies. So. Okay, hier haben wir wieder ein paar Blaubeeren, den nehmen wir natürlich wieder mit. Besser als nichts. Wie gesagt, geben wir zwar bloß einen Punkt auf Trinken, aber... Oh, sehr schön. Und ein Painkiller. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und dann laufen wir wieder. Denn die Schneezombies sind mir... Oh, zwei Hasen, zwei Hasen. Ah, jetzt habe ich das Fleisch vergessen. Weil ich gerade die Hasen sehe. Jetzt hat der Idiot das Fleisch vergessen. Naja. Sollen sie die Zombies dran erfahren. Oh, ich kann die Blaubeeren nicht mehr mit meinen großen Beinen, Füßen zerdeppern, zertreten. So, einen Rucksack hatte ich den schon? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch. Dann war ich hier anscheinend schon mal. Jetzt brauche ich nur wieder Federn. Ja, und Steine. Nach unserer Baller-Orgie in der letzten Folge sieht es mit meinen Pfeilen ja auch nicht so toll aus im Moment. Dann muss man das wieder reinholen. Kaffee. So. Na gut, ich habe zwar noch kein Campfeuer. Hm. Naja. Ah, Glasscheibe. Nicht dir mit. Ups, ja super. Geschick gesetzt. Würde ich mal sagen. Ui. Jetzt wäre ich den Beiner auf die Schulter gesprungen. So. Ach, wenn ich doch nur irgendwas zu trinken finden würde. Trinken ist hier im Moment etwas Mangelware. Essen geht eigentlich, weil ich kann mich ja an den Blaubeeren tot essen. Aber zu trinken, da sieht es schlecht aus. Sahne-Müllsack. Ja, leere Dosen. Ach ja. So, uiuiui. Hier geht's ganz schön runter. Ja, ich bin schon weg. Entschuldigung. Wollte sie nicht stören. Ein weißer Wandersmann. Ja, Zombie-Apokalypse im Winter Wonderland. Ich bin ja schon mal froh, wenn ich wieder auf die andere Map komme. Erstmal. Gut, die Zombies sind zwar genauso kacke, aber... Ja. So, gut. Gras habe ich. Steine habe ich im Moment auch. Was ich jetzt brauche, wäre ein Sticky oder ein Stick. Ach ja, und wie soll es auch anders sein? Ich habe natürlich schon wieder vergessen, dass ich auf die Uhr gucke. Mist, jetzt wird es aber langsam wirklich Zeit, dass ich was zu trinken finde. Sonst war das wieder ein äußerst, ja. Sonst war das wahrscheinlich wieder ein äußerst kurzes Kapitel.
Zum Glück finde ich ja. Ah, ich wollte auch schauen, ob ich einen Stick. Nein! Ich habe jetzt zwar die Hunting Rifle. Das Öl werfe ich jetzt mal raus. Ich brauche das Öl jetzt im Moment. Definitiv noch nicht. Ja, ich weiß, ich hätte unten im Gürtel auch noch Platz gehabt. Aber wenn ich jetzt dann eventuell doch wieder drauf gehe, dann ist das sowieso auch wieder weg. Also kann ich es gleich wegwerfen. So, wie weit ist denn das? Ja, ich weiß, ich bräuchte einfach nur mal durchlaufen. Dann wäre ich eventuell schneller da, aber ich muss ja immer alles mitnehmen. Aber das Einzige, was ich mitnehme davon, ist das Holz. Ah, jetzt kann ich... Mist. Mist, das ist jetzt dumm. Ich kann nämlich... Boah, das ist jetzt dumm. Ich kann nämlich jetzt nichts mehr essen. Ich kann jetzt nichts mehr essen und aus dem Grund kann ich mit den Blaubeeren meinen Flüssigkeitshaushalt auch nicht in Ordnung bringen. Mist. Ich glaube, ich nehme jetzt schon mal die Matratze hier unten rein. Denn ich befürchte, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis ich wieder das Zeitliche segne. Ah, Mist. Ja, genau, da sagst du was. Ist hier vielleicht was zu trinken drin? Ja, ja. Sehr schön. Ich wurde erhört. Wurde er hört. Danke, danke, danke. Jetzt wäre es nämlich beinahe knapp geworden. Gut, Essen geht jetzt im Moment. Wie gesagt, ich habe die Blaubeeren. Und da macht es halt die Menge. Ah, ich wollte doch Baumwolle sammeln. Denn ich habe ja geschickterweise vorhin alles verloren. Und ich brauche ja, wenn ich angekommen bin, unbedingt meinen Schlafsack. Gut, vorausgesetzt, ich muss jetzt die Matratze nicht legen, dann könnte ich die ja auch benutzen, aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Aber ich bin, glaube ich, immer noch Jahrhunderte weg. Ja, ich bin wirklich noch am Überlegen, was ich mal baue, aber ich glaube, das werde ich sehen, wenn ich mich mal in dem Häuschen ein bisschen niedergelassen habe, wie es dann aussieht. Wenn ich mal angefangen habe, ein bisschen, ja, ein paar Ressourcen gesammelt habe. Kann ich mich einmal, ja, wenn es am Weg liegt, dann nehmen wir es doch mit, dann kann ich mich auch mal drauf festlegen, was ich dann so bauen will. Aber dazu muss ich jetzt erst mal heile darüber kommen. Könnte jetzt im Endeffekt ja schon wieder ein paar Blaubeeren essen. Aber das lasse ich jetzt erst mal. Ich warte lieber, bis ich noch ein bisschen hungriger bin, weil sonst bin ich gleich wieder aufgefüllt mit Essen.
Und dann bringt mir das dann für die... Na. Für den Durst wieder nichts. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, zwei Rucksäcke nebeneinander. Was ist drin? Eine Dose, eine leere. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das habe ich jetzt gebraucht. So, komme ich hier vorne durch oder? Ah, Mist. Oh. Ah, nee, blöd. Also, bloß ich muss da jetzt komplett außen rumlaufen. Ah, ich bin ja schon fast da. Hallo? Ja. Wenn er natürlich die falsche Taste drückt, dann ist klar, dass er sich nicht bewegt. Ja, hier wäre... Ja, ist natürlich blöd, dass er jetzt komplett außen rumlaufen muss. Das ist natürlich jetzt blöd, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Aber ich bin fast da. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ja, habe ich natürlich wieder die Benachrichtigung nicht ausgemacht. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So. Ja, in der Folge ist natürlich wieder nichts passiert. Und sag bloß, da ist... Nein, da kommen wir runter. Sehr schön. Ja. Ich muss jetzt da einfach mal durchlaufen. Ich hoffe, es sind nicht schon wieder alle gespawnt. Denn dann hätte ich ein... Problem, wobei es so aussieht, als ob hier schon wieder Unmengen sind. Aber ich mache das jetzt ganz einfach. Ich laufe jetzt da mal durch. Ich laufe jetzt hier mal durch. Lauf gleich mal in das Häuschen rein. Ich weiß, dass ich durstig bin. So. Ich bin bei meinem Rucksack. Man mag es nicht für möglich halten. Und ich lege erstmal hier diese Matratze her. Puh. So. Jetzt brauche ich Holz. Drin. Nichts. Ist hier sonst noch irgendwas drin? Oh nee. Okay. Ich bin durstig, ja. Nochmal Kaffee. So. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh, okay. Der kommt raus, der kommt rein. Ich bin immer noch relativ nackt, oder? Ja. So. Fuck. Freunde. Muss jetzt hier einfach mal was reinschmeißen. Es hilft nichts. Das lasse ich da. Das kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Die Dosen kommen da rein. So, jetzt die Türe. So, die
So. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen was reinlegen, denn sonst kann ich meine Sachen nicht aufheben. So. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wo haben wir denn den Hammer? Der kommt gleich mal hierher. Und dann. So. Gut. Und damit. Jetzt mache ich noch schnell die Tür auf. Und guck, was hier noch drin ist. Natürlich gescheit laut. Na, was ist denn los? Jetzt. Sehr schön. Gut. Ich mache mir jetzt gleich noch eine Türe. Die setze ich dann nämlich hier ein. So. Ich bin noch undetected. Gut. Mit diesem herzlichen Klopfen verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht gibt es einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder beides. Okay, also dann macht's gut. Bis demnächst. Bye bye.